Grüße, nun in diesem Video geht es wieder um ein Bullshit-Glaubens-Zombie-Event und zwar soll am 24. September 2022, also morgen, ein Blackout, EMP-Strike oder sonst irgendwas Weltbewegendes passieren. Die Schwurbelprinzen bauen dies darauf auf, dass der Politiker Friedrich Merz statt dem 24.02. den 24.09. gesagt hat. Also ihr werdet einfach immer dümmer und peinlicher. Gehen wir also nochmal die Basics durch, wenn etwas auf diesem Kanal erscheint. Biden ist nicht lange Präsident-elect und er wird überhaupt niemals Präsident sein. Oder auf diesem Kanal erscheint. Ich denke das nicht, dass das einfach nur ein Versehen war. Ja, ein Versprecher. Dann ist das schon mal ein erster großer Indikator dafür, dass es Bullshit und Fehlleitung ist. Und das ist nicht einfach so, sondern deshalb, weil diese Fehlleiter schon im Detail entlarvt wurden. Deshalb ist es, wenn ein Inhalt auf ihren Kanal erscheint, ein Indikator für Bullshit und Fehlleitung. Dann kommen wir noch zum zweiten großen Indikator. Wir sehen hier auf dem Kanal von Let's Play lauter Videos mit wenig Aufrufen, zumeist 100 bis 300 Aufrufe und das Maximale sind mal so 1000 bis 2000 Aufrufe rum. Aber plötzlich steigen die Aufrufe bei Videos über den 24.9 Bullshit auf 26.000 Aufrufe. Und wie wir wissen, gibt es nicht sehr viele schlaue Menschen und selbst in der sogenannten aufgewachten Szene sind 90% Scheinaufgewachte. Das heißt, je mehr Leute ein Video anklicken, umso höher ist die Chance, dass es Bullshit und Fehlleitung ist. Vielleicht hat Let's Play Untalk sich auch einfach Aufrufe gekauft, damit er endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er sich wünscht, wenn auch nur dargestellt, haha, keine Ahnung, aber muss nicht mal sein, weil ihr seid schon genauso dumm, auf genau sowas anzuspringen und folgend hat genauso ein Bullshit dann auch viele Aufrufe. Kommen wir jetzt zum Video vom 24.09. direkt und somit zum dritten Indikator. Dieser 24. September 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben, von dem wir später einmal sagen werden: Ich weiß noch genau, wo ich war, als ich die erste Nachricht vom Krieg in der Ukraine gehört und die ersten Bilder davon gesehen habe. Also das ist doch nur mehr zum Fremdschimmen, was dieser Fehlleiter, Clown und Psycho namens Let's Play Untalk hier aufführt, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, Alter, oder ist das sogar ein bezahlter Agent, der den Bullshit pushen soll, um die Szene mal wieder lächerlich zu machen, jedenfalls diesen billigst zusammengereimten Bullshit, dass am 24.09.2022 ein Blackout oder eine Systemkrise passiert. Natürlich kann am 24.09. so wie jeden Tag irgendwas passieren und ich kann es nicht ausschließen. Geht morgen ein Arsch am Himmel auf und kackt eine Wurst auf die Erde, ich kann es nicht ausschließen, aber vielleicht kann es dieses Trio, ein Dummländer und zwei Inder sind auf der heißen Spur des 24.09. Only Germany. Yes. No, they said that maybe it's worldwide, maybe blackout of the internet or whatever. Yes. Nobody. Okay. Lot of Ulagam speculation. Etwa eine Minute später. Tja, was soll man dazu noch sagen? Ein Armutszeugnis und alter Wahr von solchen Figuren lässt ihr euch vorführen. Schaut sie euch an, das ist so peinlich. Am 24.09.2022 wird jeder in Deutschland wissen, wo er war und was er zu diesem Zeitpunkt getan hat. Dass das genau am 24.09. passieren sollte. Und das sollte passieren in diesem Sinne, was Herr Schwab auch erzählt, Great Reset. Vielleicht hast du schon davon gehört, dass am 24. September 2022 ein ganz besonderes Ereignis stattfinden wird. Ich glaube, dass über CERN ein EMP geplant ist, der an diesem Wochenende über die Welt gehen soll oder über Europa. Und zwar am 24. September. Man weiß nicht was, es wird oftmals jetzt vom 24. September gesprochen, das ist in, ja, in einer Woche, dass da irgendwas Großes passiert. Simon Parks hat gesagt, dass da die möglicherweise Bargeld oder die Banken erstmal eine Zeit lang geschlossen werden. Also er weiß es aber auch nicht genau wann, aber es könnte jetzt kommen in den nächsten Wochen. Wir sollten einfach darauf vorbereitet sein. Wie gesagt, wir haben das oft gesagt, vorbereiten auf
sowas. Und mit im Gepäck natürlich auch noch der Alexander Vakant, der gerne mit aufspringt und schön drumherum schwurbelt, so dass er keinen seiner potenziell zahlenden Kunden, der an den 24-9 Bullshit glaubt, verärgert. Was, Alexander, glaubst du, passiert am 24. September? Vielleicht erinnerst du dich, Friedrich Merz, der CDU-Politiker, hat davon gesprochen, dass dieser 24. September 2022 ein ganz besonderer Tag sein wird. Also nochmals, aus was reimen sich diese Clowns das zusammen? Ich weiß noch genau, wo ich war, als ich die erste Nachricht vom Krieg in der Ukraine gehört und die ersten Bilder davon gesehen habe. Also ich fasse zusammen, man hört, wie er eindeutig vom Ukraine-Krieg spricht. Das geht ganz klar aus dem Kontext hervor. Folgend öffnet man als denkender Mensch bei Sinnen Google und tippt Ukraine-Krieg Beginn 24 ein und dann sieht man schon, wie sich der Kontext erneut bestätigt. Die russische Invasion begann nämlich am 24. im Jahre 2022. Der Verdacht, dass es sich um einen Versprecher im Monat, also September 9, anstatt Februar 2 handelt, bestätigt sich hierin also erneut und überdeutlich. Und das muss doch einem Idioten klar sein, wenn ich denn seine Rede höre, wo er klar über den Ukraine-Krieg spricht und dann tippe ich folgend im Google ein, wann der Ukraine-Krieg begann. Und dann erkenne ich eben das. Und was noch hinzukommt, wenn man noch 2 Minuten Research mehr betreibt, dann findet man heraus, dass diese Rede vom 27. Februar 2022 stammt. Also 3 Tage nach dem 24. Februar 2022, dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Also auch hier wieder eine überdeutliche Bestätigung für genau diesen Kontext. Man muss schon sehr dumm sein, um sich dennoch daraus irgendeinen Blackout-Ankündigungs-Bullshit oder sonst was zu konstruieren. Und dann kommt noch was hinzu, nämlich gibt es bei derartigen Bundestagsreden auch immer ein Protokoll und in diesem Protokoll wurde genau das sogar ausgebessert, eben von 24. September 2022 auf genau diesen 24. Februar 2022, eine mehr als überdeutliche Bestätigung, ja mehr sogar, denn es wurde offiziell zu Protokoll gegeben, dass es sich um einen Versprecher handelte. Checkt ihr das? Nur ein vollkommener Schwachkopf reimt sich aus sowas eine Ankündigung für einen Blackout oder einen Systemuntergang zusammen. Das ist unter aller Würde und ein echt peinliches Niveau. Aber genau das machen so Agenten, Fehlleiter, Clowns und Psychos wie Let's Play und Dalk daraus. Sie reimen sich irgendeine Systemuntergangsankündigung oder eine Blackout-Ankündigung daraus zusammen. Wie gesagt, wie peinlich ist das denn? Der Typ im Video, das hört ihr doch, wie er über den Ukraine-Krieg redet, das hört man doch. Dann tipp doch die Scheiß 24 in Google ein und dazu Ukraine-Krieg und dann siehst du es doch. Und dann schau noch auf das Datum der Rede und dann schau noch ins Protokoll der Rede und dann siehst du doch, dass es offiziell als Versprecher im Protokoll angegeben wurde. Aber nein, in der sogenannten Wahrheitsszene ist es die nächste Ankündigung vom Systemuntergang und Blackout und weiß der Geier was. Und mit genau solchen Videos erreichen sie dann natürlich auch noch tausende Aufrufe. Weil genau darauf springt ihr an, weil es eure dümmliche Denke ist, das entspricht auch eurem Denkvermögen, weil ihr einfach saudumme Clowns seid, die auf genau sowas gerne tausende Male draufklicken, das seid ihr, genau das. Und danke, um nochmals zu bestätigen, dass viele Aufrufe ein Indikator für Bullshit sind. Und die Krönung ist ja dieser saudumme Schriftzug hier, ich zitiere, was haben die vor, was haben die vor, ein Sinnbild für Schein aufgewachte ist dieser Schriftzug, sowas peinliches. Der Schriftzug richtet sich an 50-60-Jährige, die in ihrer Angst lauter Dosenfutter und Krisenausrüstung gekauft haben und jetzt in ihrem Sockenbunker mit ihren Tablets hocken und auf den nächsten Systemuntergangs- oder Blackout-Call warten. Die klicken da gerne tausende Male auf das Video drauf, das ist die Zielgruppe, haha, verpisst euch. Ihr seid mittlerweile schon so zum Fremdschämen, das ist unfassbar, wie man auf so einen Bullshit reinfallen kann. Wie dumm kann man sein, wenn euch langweilig im Hirn ist, sucht euch eine sinnvolle Beschäftigung, anstatt sich irgendwelche Weltuntergänge zusammen zu konstruieren wie die allerletzten Deppen. Und du Let's Play und Dalk, du bist der allerpeinlichste Clown im Internet. Aber danke, dass du es nochmal allen gezeigt hast, und auch gezeigt hast, wie dumm du eigentlich bist, wie saudumm du eigentlich bist. Ich lach dich dann am 25. nochmal extra in einem eigenen Video kurz aus, du Clown, und dann kannst du der Wahrheitsszene einen Gefallen tun und dich rauslöschen, Witzfigur. Und bitte, bitte nimm dein Vorbild Alexander Vakant und etwaige andere Figuren wie DWD und Kai aus Hannover, die den Bullshit gepusht haben, gleich mit. Fast hätte ich es vergessen. Ein weiterer Bullshit-Indikator ist das Verwenden dieser amateurhaften Webseite. Vor etwa 3 Jahren machte ein gewisser Sa 4 Videos darüber, dass ein Anschlag in Seattle am 3.11. passiert. Dies propagierte er durch eben Bullshit-Dekodierungen auf dieser Website. Hahaha, also es gab keinen Anschlag und seitdem ist auch Ruhe auf Savia seinem Kanal. Also wer fehlt uns noch auf diesem Bild und verwendet auch diesen Generator? Ja, Dancing with Demons, aber hört und seht selbst. Diese Suche ausnahmsweise aufnehmen, eigentlich mache ich das gar nicht. Nun kannst du es dir anschauen,
wie ich in der Gematria etwas eingebe. Also schnell zusammengefasst, DWD suchte nach weiteren Phrasen mit dem gleichen Zahlenwert und begibt sich nun am 24. September in die Atmanshöhle, um gegen den Teufel zu kämpfen. Das Innere der Höhle. Muss man in diese Höhle am 24. September? Was passiert dann dort? Wartet dort der Teufel und man kann ihn besiegen? Ich erledige das schon. Mit diesem Teufel, Holländer Michel. Aber er pusht auch nebenbei irgendein Blackout-Szenario. Ob sie nun gewinnen oder verlieren? Blackout hat den Zahlenwert 510, genau wie Deutsche. Und ich kenne diesen Zahlenwert sehr gut, denn auch Anunnaki hat genau diesen Zahlenwert. 341 und 510. Gasout rechnet sich auf 498 zusammen und diesen Wert hat auch Germany. September 24 hat als Ergebnis, wie du eben gesehen hast, Bundesrepublik Deutschland. Tja, ihr seht ja, was es Savio gebracht hat.